Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier auf der Hohen Pantei. Wir sind immer noch im Februar. Ich wollte eigentlich schon im März, aber dann ist mir eingefallen, wir könnten die Nacht eventuell dafür nutzen, dass wir hier bei unserem Bauprojekt ein bisschen weitermachen. Ich habe eben gerade noch die Wasserbüffel ein bisschen gefüttert und habe die restlichen Paletten aus der Pilzzucht verladen. Das heißt, hier ist alles weg und unser Fahrzeug ist jetzt gerade unterwegs, hier unten zum Bauernmarkt, um den Rest zu verkaufen. Die Sonnenblumen habe ich alle verkauft. Wir haben jetzt einen Kontostand von 81.200 Euro und ich würde dann sagen, dass wir einmal kurz zum Depot springen. Das ist ja sozusagen sowas wie der Baumarkt hier. LS25, da fällt mir auch gerade ein, ich habe vergessen, was wir brauchen. So, dann lass uns noch einmal ganz kurz gucken. Dann könnten wir das holen und können dann auch wieder 10.000 Liter Betonziegel und 4.000 Liter Zementsäcke. Lass uns einmal, das ist schon nicht wenig, ne? Den müssen wir dann auch jetzt einmal zum Depot schicken, fällt mir gerade ein. Der kann da schon mal hinfahren, weil den brauchen wir dann dort. Und hier brauchen wir ihn erstmal nicht mehr. Hier können wir den Rest mit der Frontgabel machen. Das heißt, wir machen einmal den Helfer an. Wählen uns die Zielposition. Das Depot ist hier. Das sollen wir bis hier hinfahren. Und drücken Y, dass der da hinfährt. Das klappt. Super. Der fährt dahin. Lass uns den mal angucken. Ah, perfekt. Können wir den auch gleich wieder dahin schicken. Der ist jetzt hier. Und wir können den Rest, unser restliches Gemüse verkaufen. Paletten leer machen. Und wieder mit für die paar Paletten 10.000 Euro. Ist sehr schön. Dann schicken wir auch den jetzt. Einmal kurz wieder. Wir suchen. Dann schicken wir den auch zum Depot. Wo ist das da? Den lassen wir bis. Weil der wird wahrscheinlich früher da sein. Job starten. Auch das klappt. Hoffentlich. Ja, jetzt ist natürlich der da hinten. Bisschen das Problem. Wir gucken mal, ob er sich freischaufelt. Das ist ja einfach interessant. Die gute Dame fährt darüber. Und wir springen zum Depot. Besuchen. Und ich hoffe, ich habe jetzt gemerkt, was wir brauchen. Hier können wir direkt R drücken. 4000 Liter Zementsäcke. Anders, glaube ich. Kaufen. Ja, und was war das andere? 10.000 Liter. Zucker, Müsli, Sonnenblumen, Rapsöl, ne. Was war denn das? China-Kohl, Knoblauch, Enoki. Kartoffelchips, Karotten. Betonziegel, das waren es doch, ne? Oha, da sind wir pleite. Dann müssen wir halt noch ein bisschen Kredit aufnehmen, oder? Ja, das ist gar nicht so günstig, diese Dinger dann zu bauen. Uiuiui. So, lass uns mal gucken, ob hier schon einer angekommen ist. Noch nicht. Wo sind die Guten? Natürlich jetzt auch, weiß nicht, wodurch es passiert ist.
Na, aber kann natürlich jetzt auch sein, dass hier irgendwie der abgedrängt worden ist oder ähnliches. Lass mich mal kurz die Minimap anmachen. Wo sind wir? Irgendwie hier. So, da müsste auch unser Gabelstapler gerade kommen. Ja, na. Wie ist denn das jetzt, wenn der Helfer... Werde ich dann auch überholt von dem? Wir versuchen es einfach nochmal. Achso. Der hat das Ziel noch drin. Das ist ganz cool. Hat er nicht gemacht? Doch. Oder? Doch. Okay, jetzt fahren sie beide. Kann natürlich auch sein, dass er einfach zu schnell ist. Vielleicht machen wir den Tempomat mal runter einfach auf so 60. Oh, jetzt kommt der von hinten. Dass der dann nicht so schnell ist. Ja, der Gabelstapler hat halt Power. Der sieht die Ampel noch nicht. Braucht halt auch ein bisschen Vorsprung. Okay. Lass uns einmal kurz in den Kalender gucken. Das haben wir letztes Mal ein bisschen verpasst. Ne? Februar können wir noch nichts machen. Wir könnten, während wir das ein bisschen machen, könnten wir vielleicht die Reisfelder düngen. Nicht düngen, sondern kalken. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe die nur gegrubbert sozusagen, weil ich habe Pflügen hier aus. Auf das große Feld, wir brauchen halt Stroh. Für die Wasserbüffel würde ich vielleicht Hafer im März ansehen, was wir da noch haben. Das heißt, lass uns einmal in unseren nicht so schönen, aber leistungsfähiges Fahrzeug hier einsteigen. Ich habe auch noch nichts zum Putzen, ne? Aber habe da auch jetzt gerade noch kein Interesse dran. Jetzt haben wir natürlich... Jetzt ist der wahrscheinlich voll. Voll mit Dünger. Jetzt ist die Frage, können wir die Felder vorher düngen? Macht das irgendwie Sinn? Passt dieser große Traktor hier in diese kleine Halle, die ich mir hier hingebaut habe? Oh ja, das sieht ganz gut aus. Lass mal die Map hier ein bisschen runter machen. Jetzt haben wir da Dünger. Wir probieren das einfach mal aus, ob wir den vielleicht auf dem Haferfeld schon mal die erste Düngestufe drauf machen lassen können. Das wäre auch mal was. Oder machen wir Haferfeld mal hier. Ich weiß halt nicht, wie das hier ist mit dem Fluten. Also es verändert sich was. Doch, was verändert sich was? Dann bringen wir erstmal den Dünger aus, würde ich sagen. Die beiden Felder machen wir gleich. Wir fahren jetzt einmal da runter zum großen Feld. Das ist ja schon gerubbert, da kommt dann der Hafer drauf. Dann kann der Helfer das einfach mal übernehmen. So. Und einmal hier kurz OH drücken. Gucken, ob er was macht. Er macht was. Sehr gut. Dann können wir wieder umsteigen, hoffentlich. Genau, hier wollte ich hin. Ja, halt die... Sei mal bitte ruhig, meinte ich. Hier holen wir uns gleich die Sachen. Wenn wir da so rauskommen,
Einmal kurz umsteigen, dass hier dieses Gehupe nicht so wild ist. Ist natürlich sehr praktisch, dass genau hier der Wendeplatz ist für den KI-Verkehr. Nicht. So. Fahren wir hier so hin. Uns gerade hier hinstellen. Sollte das passen. Und dann können wir auch eventuell den auch hier so hinstellen. Und auch das hier aufmachen. Ein Stück vor noch. Dann kriegen wir vielleicht und hoffentlich alles da drauf. Sehr viel gestapelt gerade. Es tut mir leid irgendwie. Aber ich würde das gerne mal hier sehen, wie das ist und wie das funktioniert. Sagt mir bitte gerne eure Meinung mal zu dem Intro, was ich da gebastelt habe, was seit der letzten Folge da ist. Hab mir da so ein bisschen Mühe gegeben, auch wenn jetzt nicht zu viel, um ehrlich zu sein, aber ich fand das irgendwie ganz schön, wieder mit einem Intro zu arbeiten. Das hat mir letztens, als ich auf der Brzozowka noch wieder unterwegs war, sehr gefallen. Deswegen, da könnt ihr mir gerne mal eure Meinung da lassen, was ihr dazu sagt. Wir haben jetzt um einiges mehr, ne, als wir das letzte Mal hatten. Jetzt machen wir das schon im Livestream gemacht. Das sieht top aus. Aber da haben wir nichts. Das waren hier 10 Paletten hier drauf gemacht. Jetzt habe ich aber gerade. Ach, der bleibt da hängen. Okay. Aber so ist gut. Perfekto. So. Musik ist ja jetzt wild gerade. Ich habe ganze Zeit so ein bisschen gedacht, dass diese Map, die wir hier haben, so eine China-Map ist. Aber als ich mir das alles so ein bisschen angeguckt habe, also ist einfach asiatisch, ne? Wird sie auch bezeichnen. Aber ich glaube, das ist, hat mehr so mit Thailand zu tun. Hatte auch einer, glaube ich, von euch mir schon so gesagt gehabt. Aber jo. Ist aber auch immer wild, muss ich sagen. So. Jetzt können wir hier schon dran. Runter. Oh, gar nicht so weit runter, weil wir sind noch gar nicht drauf. Und wieder raus. Oh, das klappt gut. Und das nicht so? Wie machen wir das? Warte mal, auf den... zwei Paletten, eine Palette vielleicht. Ah, man. Schon wieder eng, ne? Was war das denn jetzt? Machen wir das jetzt als eine Palette für... Der ist noch zu schräg nach da, ne? Das muss ich irgendwie rauskriegen, dass sich eigentlich das dann nicht bewegen. So. Hoppala. Nicht so wild, nicht so schnell. Was der genau dazwischen, ne? Ne? Das passt so, glaube ich nicht.
Setzen wir einmal so weiter hier ab. So. Müssen wir von da ran. So wie man Paletten überhaupt auch eigentlich aufnimmt, ne? Also ich kenne nur sehr selten. Ja, wobei, das stimmt ja gar nicht. Das ist mit Hubwagen. Kannst du die eigentlich nur so aufnehmen? Na komm schon. Der Blickwinkel ist wichtig. Oh, ob es zwei Paletten sind, die hier drauf gehen, weiß ich nicht. Dann schieben wir die noch ein bisschen nach hinten. Nee, eine zweite passt da nicht drauf. Bisschen doof. Obwohl doch, ich kann die noch schieben. Ja, doch, doch. Sollte passen. Dann versuchen wir mal die da zu nehmen. Wer alles auf einmal wegkriegen, weiß ich nicht. Oh Mann, aber das ist. Dauert schon seine Zeit, ne? Was gehört dazu, was soll ich machen? Was ist jetzt das Problem? Ja, das meine ich, dass der da immer sozusagen da drunter fährt. Das will ich gar nicht. So ist gut. Auf die Seite, wo der Zug ist, dass wir hier von oben draufladen könnten. Das wäre auch ganz gut. Das, die, diese Physik funktioniert auch hier ungefähr. Ah, das wird nichts. Ach nee. Obwohl, wenn wir das weiter nach rechts schieben, vielleicht ja dann doch. Jetzt sag mir nicht, dass der hier nicht vorbeikommt, Alter. Fahr doch vorbei! Oh, liebe Grüße, Ansgar. Sehr gut, das haben wir. Was haben wir noch an Paletten? Ich kriege noch 2, 4, 5 drauf. Ja, ein bisschen mehr. Müssen wir nachher noch was holen, aber das werde ich dann außerhalb der Folge machen. Ich würde gerne irgendwie. Hier auf der Ecke hat man letztes Mal auch das Problem, wo da irgendwie immer hakt. Leute, fahrt doch vorbei. So toll ist das nun auch wieder nicht. Boah, kriege ich zwei rein einfach dahin? Das wäre schon crazy, ne? Kommen wir bestimmt nicht bis nach Hause, ne? Ich sag eben noch, wir müssen nochmal wiederkommen und jetzt versuche ich es doch mit einem Mal.
Kriege ich das irgendwie so zur Seite geschoben, dass ich da... Wobei, ich kann es ja einfach nach hier ziehen. Das hier wieder ab. Und dann kommen wir einfach von der anderen Seite, ne? Das ist, glaube ich, gut. Im Bahnhof ist auch nichts los hier, ne? So, eieiei. Bisschen heben hier. Wir würden schon alles mitkriegen, ne? Ah! Was passiert denn da, Mann, ey? Ja. Sind ja hier nicht bei Germany's Next Top. Germany's Next Top. Palettenverladungskünstler. Mann, ich will die Folge gar nicht so lang machen. Vor allem will ich ja zwei für euch rausbringen. Ist aber gar keine Zeit. Das dauert aber alles so lange. Oh, hier gibt es sogar verschiedene Paletten. Das ist ja witzig. Ich fände es auch witzig, wenn ich jetzt eigentlich das Falsche gekauft habe, ne? Ich würde sagen, ich pausiere das hier einmal ganz kurz. Ich mache das mal fertig, dass wir dann noch ganz kurz in der Folge noch den Rest fertig sehen. Bis gleich. So, also ich habe das jetzt noch verladen, Leute. Und lasse jetzt hier den Helfer hinfahren. Mal gucken, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, mit diesen 60 km/h im Transport sollte gut sein. Mal gucken, was er jetzt macht. Da schiebt er den, ne? Okay, der achtet nicht so auf die KI-Helfer, der fährt er dagegen. Ja gut, ist halt so. Ist halt wie meine Schwiegermutter. Liebe Grüße, Donata. ne, aber das ist okay, das soll er mal machen. Und ja, wir sind so gut wie pleite, ne? Durch diese ganzen Baustoffe. Ich würde aber sagen, jetzt zum Abschluss gehen wir noch einmal in unseren Trecker. Oder erstmal gucken wir im Menü. Das ist auch vielleicht nicht schlecht. Oh, das sieht alles. Nee. Gegrubbert, gedüngt. Benötigt Kalk. Oh, aber hier sehen wir, ist es gedüngt. Hier oben hat das nicht angenommen. Benötigt Kalk. Muss gewalzt werden. Was ist denn da los? Lass mich jetzt einmal kurz gucken. Benötigt Kalk. Also hier muss Kalk drauf. Und hier nimmt er, wie es aussieht, keine Düngerstufe an. Aber dann würde ich sagen, ins Fahrzeug setzen, dass wir hier jetzt einmal ja, den restlichen Mineraldünger auf die Wiese können wir, glaube ich, noch einmal ausbringen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Und dann halten wir alle Felder. Aber Leute, das machen wir dann, würde ich sagen, in der Nähe. Also, wo fahre ich denn jetzt hier lang? Wollte ich gar nicht so sehr lang. Oh, komme ich da jetzt lang? Oh, Digga, was? Ich hoffe mal. Ja, doch, hier kommt man zur Straße. Irgendeine Einstellung habe ich noch. Seht ihr das, dass dieses Gras sich so ändert, wenn ich da näher dran fahre? Das ist das vom Spiel her oder habe ich da irgendwas komisch eingestellt? Wenn ihr wisst, was das ist, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich sage in dem Sinne, vielen lieben Dank
Ich arbeite jetzt, würde ich mal sagen, ein bisschen vor und dann sehen wir uns im März dann erst wieder. Dass wir hier auch ein bisschen voranschreiten. So, besser. Hier kann man auch mal kurz A drücken. Und steigen hier mit zu. Jo. In dem Sinne, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.